So, erstmal schön den Tag starten mit einem großen Müsli und einer neuen Folge Game of Thrones. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die auch schon gesehen habt. Die 9. Episode leider. Ja, nächste Woche schon die 10. und dann ist wieder vorbei. Dann muss man wieder ein Jahr warten, bis dann die nächste Staffel kommt. Sollten echt ein paar mehr machen. Aber gut, falls sich sonst noch jemand fragt, warum länger Zeit keine Videos gekommen sind. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit und wenn ich Zeit hatte, dann habe ich lieber Total War gespielt, weil ich hatte das vorher auch lange Zeit schon gespielt, aber auf meinem scheiß PC ging das halt nicht so gut, deswegen war das nicht so gut. Und dann habe ich mir aber einen neuen PC gekauft und dann lief das halt voll flüssig und so und dann habe ich erstmal ein paar Monate lang durchgesuchtet. Und ja, jetzt, keine Ahnung, bin ich aber damit einigermaßen durch und bin wieder gut dabei. Also ich habe natürlich in der Zwischenzeit gut trainiert, habe auch wieder zugenommen, seit der FIBO einiges und natürlich auch ziemlich viel Kraft. Jetzt mache ich wieder das Johnny Candido Bench Program und das habe ich ja im Dezember schon mal gemacht mit relativ guten Ergebnissen. Nur diesmal müsste es noch besser klappen, weil ich habe jetzt ein Bench-Setup gefunden, in dem der Arsch nicht mehr hochgeht und in dem ich auch bessere Kontrolle über das Gewicht habe bei Singles sozusagen, bei richtig schwerem Gewicht. Weil vorher habe ich da immer die Kontrolle verloren, unter anderem auch, weil mein Arsch hochgegangen ist. Und jetzt habe ich ein richtig stabiles Setup, wo mein Arsch nicht hochgeht und ich die Kontrolle nicht verliere. Das heißt, da könnte einiges gehen. Ich hoffe, dass 180 Kilo gehen. Vielleicht am Ende des Programms oder dann vielleicht ein paar Wochen später oder so. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr großer Meilenstein, wenn man den erreichen könnte. Und da versuche ich jetzt erstmal hinzukommen. Im Moment, ich weiß nicht, ob ihr jetzt grob wisst, wie das aufgebaut ist. In dem Bankprogramm ist es so, dass man die ersten 3 Wochen sehr hohes Volumen und hohe Frequenz hat. Das heißt, 5-mal die Woche Bank drücken. Und diese Phase ist jetzt mit diesem Training gerade vorbei. Das heißt, jetzt kommen nur noch 2 Wochen mit 2-mal die Woche Bankdrücken. Und da werden halt stetig die Gewichte gesteigert. Und ja, das wird spaßig. Und dann am Ende der 2 Wochen versuchen wir dann mal 180 zu drücken. Oder was auch immer dann geht. 175, 170 wäre natürlich auch schön. Aber wäre natürlich wunderbar 180, weil das sieht so schön rund aus mit 420ern auf jeder Seite, das wird dann echt schon hammermäßig, ja. Wie ihr seht, als erstes mache ich halt 3x3 mit meinen 135, das ist noch nach Plan. Und dann soll man einfach 3x10 Close Grip Bench machen, wo man sich das Gewicht dann aussuchen kann. Und ich habe dann einfach 100 Kilo genommen. Wird vielleicht schon ein bisschen mehr gehen. Aber es ist halt einfach auch so, dass man, wenn man 3 Wochen lang 5x die Woche Bankdrücken gemacht hat, erstmal einiges schwächer ist wegen dem Übertraining. Und dass man jetzt, wenn man die Frequenz dann so runterschraubt, dann sozusagen die Kraft wieder zurückkommt und noch viel weiter, als sie eigentlich vorher war. Ja, das dazu. So, dann sehen wir auch nochmal, was dann die nächsten Tage auf uns zukommt. Also nächstes Training werden dann 147,5 Kilo 10x3. Also das wird dann schon heftig. Dann kommt aber 155 Kilo 10x3. Das dürfte schon ziemlich heftig werden. Da werde ich dann auf jeden Fall auch auf den Booster zurückgreifen. Dann Woche 5 haben wir dann 160 Kilo 3x3. Und das wird so ziemlich das Schwerste sein. Dann haben wir nochmal einen 5-Rep Max. Das wird natürlich auch ein bisschen schwierig, das auszutesten, weil da muss natürlich das richtige Gewicht nehmen, weil so ein 5-Rep-Max ist natürlich schon ziemlich erschöpfend. Das heißt, keine Ahnung, ich könnte vielleicht mit 155 Kilo 5 Wiederholungen machen. Aber angenommen, ich habe jetzt sozusagen das mit 152 Kilo schon gemacht oder 150 Kilo, dann bin ich dann ja nachher schon so K.O., dass ich die 155 nicht mehr richtig machen kann. Also muss man dann schauen, muss natürlich sein, da hat man höchstens, also ein oder 2 Versuche eigentlich höchstens, meistens aber nur einen, weil man ja nach 5 Rep Max schon ziemlich K.O. ist, das richtig herauszufinden. Und ja, schauen wir einfach mal, was da so geht. Und ja, dann Woche 6 kommt dann der Max-Versuch. So, das war's dann erstmal. Die nächsten Trainings kommen natürlich auch, wird super spannend, schweres Gewicht, mal schauen,
wie ich damit klarkomme und was am Ende bei rauskommt. Bis dann.